als wäre der bevorstehende Karnevalsbeginn nicht eh schon Grund genug zu feiern in Köln, gibt es einen Tag davor dann noch das kleine Rhein-Derby. Die U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast bei der U21 der Geißböcke. Bevor es in der Domstadt dann also Alaf heißt, muss man erstmal die Jungfohlen zähmen, die sich laut Marketing-Slogan zumindest ja damit brüsten, unzähmbar zu sein. Es ist auch, so viel sei erwähnt, tabellarisch gesehen nicht mehr ganz so relevant. Dieses Duell der Siebte gegen den Elften, da geht nach oben und nach unten nicht mehr viel. Bei Ricardo Oliver Henning ging zumindest nach oben nicht mehr ganz so viel. Das war dann doch schon ein deutliches Stück drüber. Zeigt aber auch, die ersten Minuten gehören ganz klar den Geißböcken Thomas Kraus in seinem 400. Regionalligaspiel. Rekordspieler vergibt da die Riesenchance zum 99. Tor seiner Regio-West-Karriere, aber vielleicht kriegt er ja später noch eine Möglichkeit. Schauen wir drauf und jetzt gucken wir erstmal auf Henning. Der zeigt eine deutliche Lernkurve im Vergleich zum ersten Abschluss. Diesmal bringt er den auf und ins Tor 1-0, erster FC Köln. Es ist der insgesamt 10. Treffer der U21 des FC innerhalb der ersten Viertelstunde. Das ist zusammen mit Preußen Münster Bestwert in der gesamten Liga. Die Frage allerdings, ist er wirklich unhaltbar für Kersken? Ich meine, nein. Unhaltbar auf der anderen Seite dagegen der Versuch von Semir Telalovic. Alleine deshalb, weil der nicht mal aufs Tor kommt. Die Kölner Druckphase jetzt so ein bisschen verpufft. Stattdessen die Gladbacher zum ersten, zum zweiten und dann zum dritten. Da geht die Fahne hoch, abseits. Aber Jonas Urbik zweimal wahnsinnig gut zur Stelle. Verhindert da den Ausgleich der Fohlen. Und in Minute 29 wird es dann historisch. Denn Thomas Kraus krönt seinen Rekordeinsatz mit Tor 99. Eben noch die Riesenchance liegen gelassen und jetzt trifft auch er. Großen Glückwunsch an Thomas Kraus. Die gute Laune ist ihm ins Gesicht geschrieben. Da gibt es noch ein Bützchen, denn die Kamelle, die hat er da schon bekommen. Wunderbar eingelaufen, der Ball von Ostrak. Allerdings auch punktgenau gespielt. So geht's mit 2:0 in die Kabine und im zweiten Durchgang wieder hauptsächlich der erste FC Köln, die fast nachlegen da. Kersken diesmal aber dazwischen. Es gibt Eckball, der darin resultiert, dass es den Fingerzeig auf den Punkt gibt, weil einer mit seinem Finger oder besser gesagt der Hand am Ball war. Wir schauen noch mal drauf. Sieht man hier, hat er die Hand am Ball. So gibt's das Duell. Petermann gegen Kersken und der eingewechselte Justin Petermann haut den drüber. Das allerdings dann auch die letzte nennenswerte Aktion der Partie. Köln 2 gewinnt mit 2:0 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und kann jetzt Jeck Karneval feiern. Insgesamt eine sehr gute, sehr überzeugende Leistung der Geißböcke. Das sieht auch Thomas Ostrak so. Ja, aber wir haben das alles sehr gut gemacht und wir haben so nach vorne gespielt und einfach, wir hatten diese Wille zu gewinnen und ab in Karneval. Doch vorher gibt es nochmal eine kleine Ehrung für Thomas Kraus und seine 400 Regionalliga-Westspiele.